Schön, dass du auch noch beim dritten Video dabei bist. Solltest du das Video gerade gefunden haben, dann nicht wundern, es ist das dritte Kapitel der Bauanleitung zum Voron 0.2. Das Einführungsvideo habe ich dir hier oben rechts verlinkt. Und damit herzlich willkommen zum dritten Kapitel, dem Einbau der Z-Achse. Zunächst legen wir uns wieder alles, was wir brauchen, zurecht, damit wir nicht lange suchen müssen. In diesem Kapitel werden übrigens auch die Füße angebaut. Diese siehst du hier, genauso wie den Schrittmotor mit der Gewindestange und den Schrauben. Als erstes müssen wir wieder ein paar Einschmelzmuttern in die Füße einsetzen. Danach können wir eigentlich direkt auch die Gummifüße einschrauben. Durch den hinteren rechten Fuß führt übrigens der PTFE-Schlauch für die Zuführung vom Filament. Daher bauen wir hier auch gleich das Fitting zusammen. Manchmal kommt es in Einzelteilen, manchmal ist es auch bereits fertig zusammengebaut. Wie es richtig zusammengesetzt wird, siehst du hier. Ich habe bei mir übrigens keinen Filamentsensor verbaut, aber wer das mag, kann dies an dieser Stelle optional tun. Das Fitting muss mit etwas Kraft eingepresst werden. Daher nimm ruhig eine feste Unterlage und drücke es mit etwas Kraft in den entsprechenden Fuß hinein. Als nächstes bereiten wir die Z-Achse vor. Hierzu setzen wir die Halterung auf den Stepper drauf und schrauben diese fest. Die Position des Steckers ist hier egal. Danach bereiten wir noch die Lednut, also die Mutter, die später das Druckbett bewegt, vor. Diese wird einfach in das gedruckte Teil hineingeschraubt. Was ich hier noch vergessen habe und direkt noch nachhole, sind die insgesamt vier Heat-Inserts, da die Druckplattform ja auch an das Teil angeschraubt werden muss. Das habe ich hiermit nachgeholt. Jetzt nehmen wir genau dieses Teil und drücken es in die Lücke vom Kirigami, um die linke mit der rechten Seite zu verbinden. Je nachdem, wie gut die gedruckten Teile sind, geht das etwas schwerer oder auch leichter. Am besten überprüfst vor dem Festschrauben nochmal den Lauf des Druckbetts. Kratzen in Linearführung, dann solltest du prüfen, ob die beiden Seiten des Kirigamis auf einer Höhe sind. Hast du keine Probleme, dann kannst du das Teil mit vier Schrauben festziehen. Nun drehen wir den Drucker einmal um. Versichere dich, dass alle Preload-Nuts richtig eingesetzt sind. Wenn die Füße angeschraubt sind, was wir übrigens jetzt gerade tun, dann hast du keinen Zugang mehr zu den Profilen und müsstest die Füße wieder abschrauben, solltest du eine Mutter vergessen haben. An den Seiten empfiehlt es sich übrigens, die No-Drop-Muttereinsätze zu nehmen, sonst hast du später Probleme, die Anbauteile richtig anzubringen. Wenn die Füße festgeschraubt sind, kannst du gleich die in Akzentfarbe gedruckten Zierfüße anbringen. Diese werden mit den kleinen Kunststoffschrauben an die Füße angeschraubt. Wenn du das erledigt hast, können wir uns endlich um den Einbau der Z-Achse kümmern. Dazu lassen wir erst den Drucker noch umgedreht und führen die Achse durch die Aussparung der Plexiglasplatte. Dann achten wir darauf, dass die Gewindestange auch durch den Mitnehmer gedreht wird, der bereits am Kirigami festgeschraubt ist. Der nächste Bauabschnitt der Z-Achse wird ein bisschen tricky. Hierzu muss dann die Leadnut an die richtige Position gebracht werden. Dazu ist es wichtig, dass die Z-Achse noch nicht im Rahmen festgeschraubt ist, sonst wird das etwas schwer. Ich habe das zumindest mit einer festgeschraubten Z-Achse nicht hinbekommen. Ziel ist es, die Führungsmutter mit der Spannfeder zu verbinden. Beide Elemente haben ein Gewinde und noch dazu eine Nase, die genau aufeinander passen muss. Ich habe das so gemacht, dass ich das Bett ganz an die Spitze der Gewindestange gebracht habe, dann die Feder zusammengedrückt und die Gewindestange mit zwei Fingern so lange gedreht habe, bis der obere Teil auf das Gewinde geschraubt werden konnte. Zugegeben, es ist wirklich nicht einfach. Wenn es aber passt, dann ist es eine echte Erleichterung. Danach kann der Halter der Z-Achse an den Rahmen angeschraubt werden. Dieser ist mit insgesamt vier Schrauben am Profil befestigt. Zwei von unten und zwei von der Seite. Hier siehst du übrigens nochmal, wie die Führungsmutter richtig aufgesetzt aussehen sollte. Wenn du mit der Montage fertig bist, kontrolliere nochmal, ob die Achse auch wirklich gerade ist. Das war's auch schon mit der Z-Achse. Im nächsten Video erfährst du, wie die X-Achse zu montieren ist. Wäre übrigens cool, wenn du ein Like dalassen würdest. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.